ist angekommen. Eine, wie ich finde, körperliche Grausamkeit. Zumindest rein optisch wird das grausam. Wir machen es auf. So. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo die genau das Produkt hier in den Himmel loben und das hat krass ausgeschaut. Wir probieren das aus. Ihr habt bestimmt alle schon die YouTube-Videos gesehen, wenn man da Käse in unendlichen Längen zieht. Ich war jetzt neugierig, was ist da dran und wie geht das leichter als mit einem Fertiggericht, was einem präsentiert wird, weil da ist der Spielraum dann ja nicht so groß. Man weiß ja immer nicht, was man im selbstgekochten Essen dann vielleicht doch anders gemacht hat in dem Video, als man das sagt. Darum habe ich mich jetzt für ein Fertiggericht entschieden. Es gibt Mac and Cheese. Habe ich bestellt bei Amazon. Habe mir vor kurzem auch erst von Bekannten sagen lassen, die waren in Amerika, die bestätigen das. Das steht da so im Regal mit dem Unterschied. Kostet bei denen einen Dollar. Ja, und bei uns müsst ihr da auf Amazon tiefer in die Tasche greifen, kann ich euch gleich sagen. So. Wir brauchen 6000 Wasser, 4 Teelöffel Margarine oder Butter und 1/4 Becher Milch. Das soll alles sein. Ich würde sagen, wir geben dir nochmal einen Versuch. Probieren wir es mal. Ich halte mich strikt an die Anleitung und wirklich strikt. Das sind jetzt 6 Tassen Wasser. Dann habe ich in dem Päckchen diese Beilage gefunden. Das ist dann wohl die Soße und das sind die kleinen Macaroni. Gut, wir kochen das jetzt. Ich denke, dass Nudeln kochen nicht so spektakulär ist. Ich glaube, ich hole euch dann wieder dazu, wenn es interessant wird. Ja, meine Lieben, das ist gekocht. Die Kochzeit hat ja ziemlich gestimmt. Man soll das abschütten, sprich Deckel drauf und abschütten und nicht durch ein Sieb, weil dann logischerweise jetzt hier Wasser zurückbleibt. Und da soll jetzt das tolle Tütchen rein. Oh wow. Das nenne ich einmal eine Farbe. Also das ist schon direkt orange. Ich gebe das jetzt da rein. Da kommen jetzt dann noch die Butter dazu. Und ein Schluck Milch und das war's. Ich gebe das jetzt mal alles zusammen und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Ja, die Butter ist jetzt mit drin. Ich habe das jetzt mal alles ein wenig so verrührt. Das muss jetzt noch ein bisschen zergehen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie stark und ob überhaupt das eindickt. Nach ungefähr 2 Minuten, ja, man sieht schon, es dickt ein. Doch, wird gut. Aber in dem Video, was ich gesehen habe, und so steht es auch auf der Verpackung, man kann hier noch Käse zugeben. Na, das machen wir da jetzt mal. Ich bleibe dem Video, das ich da damals gesehen habe, treu. Und der Farbe auch. Darum gebe ich Cheddar zu. Boah, würde mal sagen, also so eine Handvoll, was ist da drin? 150 Gramm, also sagen wir mal 70 Gramm. Cheddar gebe ich jetzt mal zu und den lasse ich jetzt zeigen. Nach sehr kurzer Zeit sieht man, das ist ein Game Changer, wenn man da heute sagt im Internet. Also das, okay, jetzt klebt es wie Sau. Jetzt wird es richtig. Ja, so ungefähr so, wie ich es im Video gesehen habe. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen ziehen. Es ist angerichtet, wenn man das so nennen mag. Was auffällt im Gegensatz zu den asiatischen Gerichten, wir sind hier bei einer Füllmenge von 200 Gramm. Also ich behaupte, wenn man das jetzt so macht wie ich und man schiebt sich das alles hinter die Kiemen, dann ist man auf jeden Fall pappsatt. So richtig pappsatt, weil das ist doch schon erstaunlich viel. Schaut auf dem Teller eigentlich jetzt ganz appetitlich aus, möchte ich so behaupten. Ja, rein optisch könnte man das schlechter machen. Was ich aber schon festgestellt habe, das was ich im Internet gesehen habe, mit dem krassen Cheese-Pull, also entweder hat er bei Weitem mehr Cheddar rein als ich, bei Weitem, oder er hat dann mit anderen Mitteln nachgeholfen, aber gut. Wir probieren das jetzt. Ja, also es ist, weil mir kein Cheese sein sollte, riecht dezent, so jetzt einmal eher Sahnesoße als Käsesoße. Ich habe kein Gewürz, nichts mehr dran, kein Salz, kein gar nichts. Aber das ist okay.
Das kann man so essen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht den Weg in meine Top 10 finden, aber ja, man kann das essen, kann man so machen. Ich glaube, wir sollten nochmal Mac and Cheese selber machen, glaube ich. Ist auf jeden Fall geschmacklich besser. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt's meine Freunde. Servus.